Herzlich willkommen zurück bei Gothic 2 auf der Switch. Diesen Laden hier betreibt Prosper der Bogner. Schauen wir mal, was der so zu sagen hat. Willkommen in meinem Laden, Fremder. Ich bin Prosper. Ich baue Bögen und handle mit Fellen. Was treibt dich nach Korinnis? Wir haben ja schon gehört, dass bei einem dieser Lehrmeister hier eine Lehrstelle zu bekommen, mich zum Bürger von Korinnis machen würde. Ich muss ins obere Viertel. Zu den Paladinen? Das kannst du dir aus dem Kopf schlagen. Du musst hier angesehener Bürger sein oder zumindest eine ordentliche Arbeit haben. Als Fremder kommst du da nicht rein. Habe ich auch gemerkt. Alles glauben, was man hört. Aber warum soll ich mir das aus dem Kopf schlagen? Ich kann doch Bürger werden. Ich suche Arbeit. Das war doch klar. Ich könnte einen neuen Lehrling gebrauchen. Dein Vorgänger hat gerade vor 2 Tagen seinen Job an den Nagel gehängt. Verstehst du denn was vom Jagen? Naja. Ich könnte dir beibringen, wie man Tieren das Fell abzieht. Ich zahle gut für jedes Fell, das du mir bringst. Meine Meinung will ja keiner hören. Ich werde fast immer der Lehrling von Prosper. Es gibt natürlich auch noch andere Optionen. Ich könnte auch mal was anderes spielen. Aber bei Prosper finde ich halt immer so cool. Ich liebe dieses befriedigende Gefühl, wenn man ihm die ganzen neuen Fälle bringt. Und ich stelle es mir echt schwer vor, ein Playthrough zu machen, wo ich darauf verzichte. Ich könnte schon mal was anderes machen. Aber ich würde schon am liebsten wieder bei Prosper. Aber warten wir mal noch ab. Die Entscheidung muss er noch nicht jetzt fallen. Ich tue aber mal sowas auf. Ich will bei dir als Lehrling anfangen. Bevor ich dich nehme, muss ich natürlich wissen, ob du überhaupt sowas zu gebrauchen bist. Ich wäre mir da nicht so sicher. Was soll ich für dich machen? Ich werde dir beibringen, wie man Tieren das Fell abzieht. Und du besorgst mir, sagen wir, ein halbes Dutzend Wolfsfelle. Dann weiß ich, dass du dein Handwerk beherrschst. Wenn du dafür nicht ewig brauchst und die Fälle einigermaßen in Ordnung sind, kannst du von mir aus bei mir anfangen. Das kriegt dann einer guten Quest, da kommen wir auch mal noch mal ein bisschen raus in den Wald. Und so sind 5 Lernpunkte auch gut investiert, weil ich das sowieso lernen möchte. Bring mir bei, wie man Tieren das Fell abzieht. Gut, hör zu. Es ist im Grunde ganz einfach. Du nimmst eine scharfe Klinge und schneidest dem Vieh den Bauch auf. Noch ein paar kleine Schnitte an den Innenseiten der Beine und dann kannst du es abziehen. Bring mir die Wolfsfelle und wir sehen weiter. Okay. Was ist, wenn ich bei einem anderen Meister anfangen will? Unsinn. Harad und Matteo haben schon Lehrlinge. Konstantino, der Alchemist, ist ein Eigenbrötler. Er hat schon seit Jahren keinen Lehrling mehr angenommen. Und was Torben betrifft, jeder weiß, dass er kein Geld hat. Er könnte dich vermutlich nicht mal bezahlen. Ich hingegen brauche dringend einen Lehrling. Und ich zahle auch gut. Aber egal, bei wem du anfangen willst, du brauchst die Zustimmung aller anderen Meister aus der Unterstadt. Natürlich werde ich auch mit den anderen allen reden, egal bei wem ich jetzt anfange. Und die Fälle werde ich dir besorgen. Warum hat dein Lehrling seinen Job aufgegeben? Mir hat er nur gesagt, es sei zu gefährlich geworden da draußen. Wenn es dich wirklich interessiert, kannst du ihn ja selber fragen. Er heißt Bartok und treibt sich vermutlich in der Nähe von Koragons Kneipe rum. Geh vom Schmied aus durch die Unterführung, dann läufst du direkt darauf zu. Jo, mit dem werde ich mich bald mal unterhalten. Und jetzt wollen wir noch ein bisschen handeln. Schutz, also dieser Gürtel gibt zusammen mit meiner Lederrüstung nochmal zusätzlichen Schutz. Und zwar 5 und dann mit der Lederrüstung plus 5 Schutz. Ich habe den bisher nie, und Ring der Geschicklichkeit hat er auch, sehr cool. Ich habe bisher halt immer den Stärkegürtel verwendet, weil ich dachte, ja geil, mehr Schaden. Aber nachdem ich mich neulich mit meinem Kumpel unterhalten habe und der gesagt hat, es ist auch einfach ziemlich cool, gerade in Gothic 1 auch am Anfang mehr Schutz zu haben, spiele ich mit dem Gedanken, vielleicht auch einfach mal diesen Gürtel mir rauszulassen. 250 Gold sind zwar schon am Anfang eine stolze Hausnummer, aber ich habe hier ein bisschen Bürgerkleidung, was ich auch verkaufen kann. Verkaufe ich einfach mal alle bis auf die, die ich trage. Ne, eine behalte ich auch noch, genau, für später. Für gewisse andere Quests, die ja mit einhergehen. Aber die, die ich doppelt habe, so die verkaufe ich, sodass ich von jeder Bürgerkleidung nur eine habe. Alles andere,
Da wird Matteo aber nicht so happy sein, wenn auf einmal Bosco seine Bürgerkleidungen hier am Start hat. Hä, und warum sind die jetzt nicht in Bosco's Inventar? Ich habe sie ihm doch gerade verkauft, verstehe ich nicht. Naja, ich lasse mir jetzt diesen... Hier ist silberner Ring, genau. Ich lasse mir jetzt diesen Ledergürtel einfach mal raus. Ich frage mich, ob es den irgendwo noch günstiger gibt. Aber ich glaube nicht. Ich lasse mir jetzt einfach mal raus. Das habe ich vorher noch nie gemacht. Und ich auch aus purem Interesse, weil mich mal interessiert, wie das so ist. Vom Schutz her auch. Ne? Das war doch klar. So. Dolche. Brauche ich eigentlich gar nicht mehr. Schwere Äste. Meine Meinung will ja keiner hören. Weg damit. Einen behalte ich zur Vorsicht. Schürhaken. Wert 1. Schaden 5. Den will ich mal noch behalten, einfach um ihn mal aus Spaß anzuziehen. Um sich mal zu zeigen. So, jetzt habe ich auch schon wieder 74 Goldstücke erhandelt. Also die ganzen... Ich habe die hier, dann habe ich die hier, dann habe ich die hier. Von jeder eine. Sehr gut. Jetzt die Lederrüstung an. Und den Ledergürtel an. Ja. Den Stärkegürtel jetzt nicht mehr tragen zu können, schon ein bisschen schade, aber gerade wenn es dann im Kampf gegen Viecher geht und so weiter, bin ich schon mal gespannt, was dieser zusätzliche Schutz noch bewirken wird. So, Regis sitzt hier einfach auf der Bank rum. Was geht? Hey, du bist neu in der Stadt, was? Ja, und was ist mit dir? Ich komme vom Festland und jetzt hänge ich hier rum. Ich habe bald kein Gold mehr. Kann wohl nur noch zur Miliz gehen. Mach halt. Das will ich nicht. Ich lasse mich doch nicht für den König von den Orks abschlachten. Aber solange hier noch keine Schlacht stattfindet, kann man auch einfach entspannt durch die Gassen schlendern. Aber natürlich muss man auch bedenken, als Miliz wird man im Krieg eingezogen. Ja. Was kannst du mir über die Miliz erzählen? Einer der Paladiner hat das Kommando übernommen, ein gewisser Lord Andre. Er versucht, die halbe Stadt zu mobilisieren für den Fall, dass die Orks angreifen. Aber du musst Bürger der Stadt sein, um aufgenommen zu werden. Trainieren kann man zwar auch so, so viel ich weiß, aber man wird nicht offiziell aufgenommen. Lieber trainieren. Okay. Ist dir irgendwas Aufregendes passiert? Kann man wohl sagen. Bosper, den Bogner haben sie bestohlen. Ganz schön dreist, kann ich dir sagen. Der Kerl ist am helllichten Tag in den Laden reinspaziert und hat sich einen Bogen geschnappt. Und Bosper hinter ihm her. Bleib stehen, du Lump, hat er gebrüllt, aber der Dieb war zu schnell. Geil, wie diese NPC-Lines hier dann nochmal aufgegriffen werden. Was kannst du mir noch über Lord Andre erzählen? Er hat auch das Amt des Richters übernommen. Wenn du hier in der Stadt Ärger machst, musst du dich vor ihm verantworten. Ich hatte mal eine Schlägerei mit einem der Bürger. Der ist direkt zu Lord Andre gerannt und hat alles gepetzt. Der Spaß hat mich 50 Goldstücke gekostet. Ich kann froh sein, dass es nachts war. Sonst hätten es noch andere mitgekriegt. Je mehr Leute sich in diesem Kaff hier über dich beschweren, desto höher wird deine Strafe. So lernt man auch durch die Dialoge die Dynamik des Spiels. Und dass man Strafe zahlen muss, dass sie nachts nicht so viele sehen und so weiter. Ziemlich cool gemacht. Wisst ihr, die Tutorials laufen total dynamisch in der Spielwelt ab, wie schon ein paar Mal erklärt. Es braucht keine Textfenster, die irgendwas erklären. Mit wem hast du dich geprügelt? Mit einem Typen namens Valentino. Er hängt oft in der Kneipe beim Tempel rum. Ich bin ja normalerweise ein friedliebender Mensch, aber der Typ brauchte einfach was aufs Maul. Den Valentino werden wir uns bei Zeiten natürlich auch noch genauer anschauen. Ich glaube, jetzt kann ich auch mit Bosco drüber reden, was ich gerade über diesen Diebstahl erfahren habe. Ich habe gehört, du bist bestohlen worden. Von wem hast du das gehört? Vermutlich Bartok, hm? Nein. Hatte wohl wieder mal nichts Besseres zu erzählen. Egal. Ich kann dir sagen, wenn ich den Mistkerl in die Finger bekomme, ist er dran. War nur kurz mal nicht im Laden. Als ich wiederkomme, sehe ich ihn gerade noch rausgehen, mit meinem Bogen über der Schulter. Hab direkt die Wachen gerufen, aber der Mistkerl ist Richtung Hafen gerannt. Und dort ist er ihnen dann entwischt. Daraufhin habe ich ihnen mächtig Feuer unterm Arsch gemacht. Und sie haben das gesamte Hafenviertel durchsucht. Aber gefunden haben sie nichts. Diese unfähigen Büttel. Ich wette, mein Bogen ist noch irgendwo in der Stadt. Ich habe den Wachen an den beiden Stadttoren Bescheid gesagt. Und die haben niemanden mit meinem Bogen rausgehen sehen. Wenn ich den Mistkerl erwische. Das ist eine Sauerei. Bosper ist richtig sauer. Und das kann ich natürlich auch gut verstehen. Wollen mal sehen, ob wir diesen Bogen eines Tages wieder finden können. So, hey Matteo, deine Meinung dazu, dass ich hier mit deiner
Rüstung, die ich dir abgezogen habe, reinmarschiert kommen? Würde mich mal interessieren. So, wie viel Schutz habe ich jetzt eigentlich aufgrund der Kombination, die ich hier trage? Waffenschutz 35 schon. Okay. Er hat ja gesagt, er kann mir helfen, beim letzten Mal ins obere Viertel zu kommen. Aber wie? Wie genau kannst du mir helfen? Ganz einfach. Ich werde meinen Einfluss dafür einsetzen, dass du bei einem der Handwerksmeister hier als Lehrling aufgenommen wirst. Als solcher bist du praktisch Bürger der Stadt und kommst ins obere Viertel. Außerdem verdienst du noch was dabei. Läuft. Warum nimmst du mich nicht als Lehrling auf? Würde ich. Aber die anderen Meister würden nicht zustimmen. Ich habe nämlich erst kürzlich einen anderen Lehrling aufgenommen. Auch einfach so ein cool vertonter NPC. Gothic 2 Dialoge sind ein Genuss, ich kann es nicht anders sagen. Gibt es noch einen anderen Weg, ins obere Viertel zu kommen? Vielleicht. Wenn mir was einfällt, lasse ich es dich wissen. Okay, das ist wirklich so einer, der ist verschlagen und gewitzt und... Aber er ist nett und er will einem helfen. So, er ist die positive... Ja, ich würde sagen, er ist die positive Auslebung des Zwilling-Archetypen. Zeig mir deine Ware. Leder, Rüstung kaufen. Wie komme ich? Genau. Bei wem könnte ich denn als Lehrling anfangen? Im Grunde bei jedem der Meister hier an der Hauptstraße. Da wäre Harad, der Schmied, Bosper, der Bogner, Torben, der Tischler oder Konstantino, der Alchemist. Irgendwer wird dich schon nehmen. Aber es ist wichtig, dass die anderen Meister zustimmen. Das ist seit jeher Brauch hier in Korinis. Auch geil, dieser Fisch da im Hintergrund mit der langen Nase. Den feiere ich. Wie bekomme ich Zustimmung? Wie bekomme ich die Zustimmung der anderen Meister? Du musst sie einfach von dir überzeugen. Geh hin und rede mit ihnen. Aber wenn mehr als einer von ihnen gegen dich ist, hast du keine Chance. Also benimm dich. Das heißt, man kann sich hier auch versemmeln. Aber ich weiß nicht, ob man es mit Vergessenszaubern wieder ausgleichen kann. Aber... Was verlangst du für deine Hilfe? 100 Goldstücke. Das ist aber eine verdammte Menge. Reg dich ab. Es ist ja nicht dein Gold, das ich im Sinn habe. Sondern? Im Grunde ist es mein Gold. Gritta, die Nichte des Tischlers, hat seit Ewigkeiten ihre Schulden bei mir nicht bezahlt. Aber die kleine Göre rennt ständig in neuen Kleidern rum. Das heißt, sie hat das Geld. Ich würde es ja aus ihr rausprügeln, aber Meister Torben, der Tischler, ist auch ein sehr einflussreicher Mann. Beschaff mir das Geld und ich werde dir helfen. Das ist auch so ein geiler Dialog. Im Grunde ist es ja nicht dein Gold. Im Grunde ist es mein Gold. Der versteht es auch einfach, alles so richtig hinzudrehen. Hilf mir, genau, zeig mir. Ja, let's go. Wo finde ich diese Gritta? Wie gesagt, sie ist die Nichte des Tischlers. Sein Haus ist die Straße runter, das letzte Haus rechts vorm Schmied. Okay, aber erstmal werde ich natürlich mit Torben selber sprechen, ihrem Onkel. Vielleicht lässt sich so auch schon irgendwas drehen und seine Zustimmung brauche ich ja sowieso auch, um bei irgendjemandem anfangen zu können. Der hämmert hier an diesem Schrank rum. Die Leute brauchen doch Möbel. Warum hat er keine Kohle? Der geht doch seiner Arbeit nach. Ah, ein neues Gesicht. Bist wohl nicht aus Korinis, was? Ist keine gute Zeit für Reisende. Überall Banditen, kaum Arbeit. Und jetzt lehnen sich auch noch die Bauern auf. Was verschlägt dich hierhin? Ich bin auf der Suche nach Arbeit. Verstehst du denn was vom Tischlern? Das Einzige, was ich mit Holz machen kann, ist Feuer. Und wie sieht es mit Schlössern aus? Nun ja. Tut mir leid, ich kann niemanden gebrauchen, der nichts von meinem Handwerk versteht. Und für einen Lehrling habe ich kein Geld. Ey, aber von dir könnte ich ja lernen, Schlösser zu knacken. Du kennst dich mit Schlössern aus? Was nützt eine gute Truhe ohne ein gutes Schloss? Ich fertige meine Schlösser selbst an. Dann kann ich wenigstens sicher sein, dass ich meine Truhen nicht umsonst so stabil gebaut habe. Ein schlechtes Schloss ist leicht zu knacken. Und Diebe gibt es in Korinis genug. Vor allem in letzter Zeit. Oh, Backe. Kannst du mir beibringen, wie man Schlösser knackt? Ich weiß nicht, ob man dir trauen kann oder nicht. Am Ende bist du noch einer dieser Rumtreiber, die nur in die Stadt kommen, um den ehrlichen Leuten ihre Truhen auszuräumen.
Bevor ich mir nicht sicher bin, dass du ein anständiger Kerl bist, werde ich dir nichts beibringen. Okay, okay. Das heißt, ich muss mich erstmal hier ein bisschen beweisen. Ich komme wegen Greta. Meine Nichte? Was willst du von ihr? Es geht doch nicht etwa um Geld. Sie schuldet dem Händler Matteo 100 Goldstücke. Das darf doch nicht wahr sein. Seit dieses kleine Miststück bei mir wohnt, habe ich nichts als Ärger. Sie hat sich bei so gut wie allen Händlern der Stadt verschuldet. Ich musste bei Lema, dem Geldverleiher, 200 Goldstücke leihen, um ihre Schulden zu begleichen. Und jetzt das. Greta müsste im Haus sein. Nur zu, frag sie. Aber ich sag dir gleich, sie hat nicht ein Goldstück. Wir werden sehen. Sogar der kann sie nicht ab. Also supportet er mich sogar dabei, wenn ich das Kohle von ihr zurückhaben will. Das bin ich bei einem anderen Meister und so weiter. Kannst du mir Dietriche verkaufen? Meinetwegen, aber ohne dass du weißt, wie man damit umgeht, werden sie dir nichts nützen. Das stimmt schon, aber es ist immer gut zu wissen, Apfel kaufe ich direkt, weil Äpfel geben Stärke, wenn man viele davon isst, und ich werde alle Äpfel, die ich sehe, direkt immer kaufen. So. Hattest du schon mal einen Lehrling? Ja, das ist auch noch gar nicht so lange her. Und? Was ist passiert? Sein Name ist Elvridge, er ist mein Neffe. Ich war eigentlich recht zufrieden mit ihm, doch eines Tages kam er einfach nicht mehr zur Arbeit. Wo ist Elvridge jetzt? Was weiß ich, er hat sich ständig in dem schmierigen Bordell am Hafen herumgetrieben. Würde mich nicht wundern, wenn er da noch bei so einer Dirne im Bett liegt. Wie lange hast du ihn schon nicht mehr gesehen? Ich schätze, das ist jetzt etwa 2 Wochen her. Es geht natürlich auch wieder in die Richtung hier verschwundene Bürger, was wir schon von Lothar gehört haben. Die Story wird auch noch viel mehr Fahrt aufnehmen. Und es ist so geil, wie alles, was wir jetzt auch schon gehört haben mit Banditen und so. Am Ende des Tages hängt es alles miteinander zusammen. Hast du das der Miliz gemeldet? Ja, sicher. Sie sollten ihn wieder einfangen und dafür sorgen, dass der Faulpelz seine Arbeit verrichtet. Aber das bereue ich auch schon wieder. Soll er doch machen, was er will. Früher oder später wird er einsehen, dass er ohne gescheite Arbeit in Korinis nicht weit kommen wird. Was du nicht sagst. Noch, aber irgendwann werde ich vielleicht auch alternative Wege einschlagen. Was weißt du über die Paladine? Nicht viel. Sie kamen vor 2 Wochen mit dem Schiff vom Festland an. Seitdem haben sie sich ins obere Viertel zurückgezogen. Keiner von uns weiß so genau, warum sie hier sind. Viele haben Angst vor einem Angriff der Orks. Ich vermute aber, sie sind hier, um den Bauernaufstand niederzuschlagen. Weißt du etwas über den Bauernaufstand? Nach allem, was man hört, hat sich Ona, der Großbauer, Söldner angeheuert, die ihm die Truppen des Königs vom Hals halten sollen. Er hat wohl keine Lust mehr, seine Ernte und sein Vieh den Paladinen und Milizen zum Fraß vorzuwerfen. Alles, was wir in der Stadt davon mitbekommen, ist, dass die Preise fürs Essen hochgehen. Onas Hof liegt weit östlich von hier. Falls es zu Kämpfen kommen sollte, kriegen wir hier davon sowieso nichts mit. Wenn du mehr erfahren willst, frag die Händler am Marktplatz. Die kommen mehr auf der Insel herum als ich. Irgendwie interessant zu sehen, wie viele Parallelen zwischen unserer momentanen Realität und der Realität in Korinus sich gerade auftun. Realität ist ein sehr interessantes Konzept. Was ist? Nun, ich will dir meine Zustimmung geben. Aber es wird das Beste sein, wenn du dir vorher den Segen der Götter geben lässt. Sag, bist du ein gläubiger Mann? Hallogo. Ja, und zwar demütigst, Meister Torben. Dann geh zu Vatras, dem Priester Adanos, und lass dir seinen Segen geben. Er wird dir sagen, wo du einen Priester Innos finden kannst. Auch seinen Segen sollst du dir holen. Wenn du den Segen der Götter bekommen hast, werde ich für dich stimmen. Okay, dankeschön, Meister Torben. So, das heißt, ich muss jetzt erstmal die Sache mit Greta und mit dem Segen regeln, damit ich bei ihm Schlösser knacken lernen kann, aber werde ich natürlich bald lernen und nur noch ein bisschen mehr als 500 Erfahrung und dann winkt auch schon wieder das nächste Level ab. So, oh hier, Hammer, Säge, auch ein bisschen schade das Zeug hier zu nehmen, weil es ist irgendwie auch cool, wie das da hängt, aber jetzt habe ich es halt schon genommen und schon gespeichert. Irgendwie bereue ich es gerade.
Wäre cooler, wenn es da noch hängen würde für die Atmo. Und darauf kommt es jetzt auch nicht wirklich an. Aber egal. Grita, oh, die trägt wirklich sehr edlen Zwirn, wie wir schon gehört haben. Während ihr Onkel für jeden Pfennig hart schuftet. Hey! Was willst du, Fremder? Wenn du gekommen bist, um zu betteln, muss ich dich enttäuschen. Ich bin eine arme Witwe. Mein Name ist Grita. Seit mein Mann tot ist, kümmere ich mich um den Haushalt von meinem Onkel Torben. Eine arme Witwe mit teurer Kleidung. Ich komme von Matteo. Du schuldest ihm noch Gold. Er will sein Geld? Wofür denn? Er hat mir fehlerhafte Ware geliefert. Schlechter Stoff und schlechte Nähte. Hast du mal die Farben gesehen? Das sind nicht die Farben, die ich bestellt habe. Das ist Betrug. Ich sage dir, damals, als mein Mann noch lebte, hätte er sich das nicht getraut. Oh, mein armer Mann! Was war er doch für ein guter Kerl. Gut aussehend, fleißig, ein Kavalier der alten Schule. Wir hatten alles. Vermögen, Glück. Manchmal wurden wir sogar eingeladen zu der feinen Gesellschaft. Das waren Feste. All die schönen Kleider und Frisuren. Das feine Essen und kultivierte Unterhaltungen. Damals war alles besser. Da hat sich niemand getraut, mit so lächerlichen Forderungen das Herz einer armen Witwe. Man kann diesen Dialog immer weiter und weiter treiben, aber es ist irgendwie auch interessant, so zu hören, was sie über die Vergangenheit zu sagen hat, finde ich. Zu beschämen. Was soll ich denn machen? Die Rente reicht ja kaum zum Leben und die Zeiten werden auch nicht besser. Das sieht man doch jetzt überall. Die Leute müssen sparen. Es ist schon seit Wochen kein Schiff mehr in die Stadt gekommen. Mein Mann war Handelsschiffkapitän. Ja, nicht nur Kapitän, das Schiff gehörte ihm. Von seinen langen Reisen brachte er immer ein Geschenk für mich mit. Kostbare Stoffe vom Festland. Erlesene Gewürze aus den südlichen Ländern. Man erfährt auch richtig viel über die Gothic-Welt. Die meisten Leute kennen so etwas gar nicht. Doch dann eines Tages erreichte mich die Botschaft vom Untergang der Grita. So hieß das Schiff. Mein Mann hatte das Schiff aus Liebe zu mir so genannt. Ich habe geweint und gefleht, dass mein Mann das Unglück überlebt hat. Jeden Tag erhoffte ich Nachricht von ihm zu bekommen. Doch meine Sehnsucht blieb unerfüllt. Innos möge seiner Seele gnädig sein. Möge er in Frieden ruhen. Seit dieser Zeit lebe ich nun in diesen bescheidenen Verhältnissen. Und das letzte bisschen von meinen Ersparnissen will mir jetzt dieser Seelenverkäufer Matteo abnehmen. Hab doch Erbarmen mit einer armen Frau. Damals, als mein Mann noch lebte, hätte er sich das nicht getraut. Oh, mein armer Mann. Ja, und jetzt geht der Dialog eben wieder von vorne los. Aber das wäre ja alles sehr mitleiderregend, wenn du nicht trotzdem die ganze Zeit Kohle verprassen und in teuersten Kleidern rumrennen würdest. Da stimmt doch irgendwas nicht. Schluss jetzt. Wo ist das Gold? Aber ich habe das Gold nicht. Ich bin nur eine arme Witwe. Nicht falsch verstehen. Die Situation mit ihrem Mann und so weiter tut mir auch leid. Aber ich glaube, dass sie mir nicht nur die Wahrheit erzählt hat hier. So, ja, mit der Kohle, sonst verpasse ich dir eine. Die Dialogoption immer in Gothic. Aber wie wär's denn hier mit dieser Lösung? Dann verkaufen wir halt ein paar von deinen Klamotten. Du hast doch bestimmt noch einen Haufen Zeug im Schrank. Untersteh dich, du Rüpel. Ist ja schon gut. Hier ist das Gold. Na also, geht doch. Verlasse jetzt bitte mein Haus. Ich will niemandem Mitleid verwehren, wo Mitleid verdient. Aber wenn man dann Mitleid so als Instrument einsetzt, obwohl es einem gar nicht so mies geht, dann ist es einfach eine fiese Manipulierungstaktik, Grita. Und mit der hast du es jetzt bei mir verscherzt. 1, 2, 3, 4, 5 Kommoden, prall gefüllt mit edlem Zwirn stehen hier rum. Guck mal, die haben extra nochmal 2 Schränke hier auf die Tische draufgestellt, um klarzumachen, wie viele Schränke voller Kleidung hier am Start sind. So, gibt hier vielleicht nochmal ein bisschen Erfahrung, sehr gut. Sie zieht sich auch gerne Bücher über Jagd und Beute rein, wobei das natürlich auch einfach Torbens Buch sein könnte, um sich ein bisschen über das Handwerk seines Nachbarn Bospar zu informieren. Ja, immer gut für Smalltalk und so weiter, auch ein bisschen über die Themen Bescheid zu wissen, mit denen sich das eigene Umfeld so beschäftigt. Halt, erstmal noch zu Theo, dem kann ich die Knete von Latz knallen. In dem Sinne. Hier hast du deine 100 Goldstücke. Zählen ist nicht deine Stärke, was? Du hast keine 100 Goldstücke. Zählen ist nicht deine Stärke, egal, Spruch. Ich habe 100 Goldstücke und das ist einer der Bugs der Switch-Variante, die mit dem neuen Patch immer noch nicht gelöst wurden. Obwohl man das Gold hat, kann man nicht sagen, dass man es hat. Und man muss erst das Inventar öffnen, dass das Spiel irgendwie checkt, dass man es hat. Und dann
kann man es. Aber jetzt gerade bin ich froh, dass dieser Fehler kam, weil so habe ich diesen Dialog auch mal gehört. War ganz witzig. Hier hast du deine 100 Goldstücke. Und? Hat sie Probleme gemacht? Keine nennenswerten. Gut, damit hast du deinen Teil der Abmachung gehalten. Okay. Hilf mir, bei einem der Meister als Lehrling aufgenommen zu werden. Mach dir keine Sorgen. Ich werde mich an meinen Teil der Abmachung halten. Die anderen Meister werden von mir nur das Beste über dich zu hören bekommen. Sehr gut. Ich muss trotzdem die ganze Zeit auf diesen Fisch da hinten schauen. Das sieht einfach witzig aus. Ja, Matteo. Schöne Zierde hier an der Wand. Corin ist eine Hafenstadt, das heißt jede Menge dieser großen Fische sind hier überall am Start. Okay, die Zustimmung von einem Meister haben wir damit schon mal im Sack. Und das ist auch cool, wie dieses Spiel funktioniert. Versteht ihr, man ist quasi, man hat keine andere Wahl, als jetzt erstmal Bürger zu werden, damit man seinem Ziel, die Paladin zu sprechen, etwas näher kommt. Dafür muss man dann auch im Auftrag Torbens zu Vatras und mit dem sprechen. Und dadurch ergeben sich durch diesen Dialog schon wieder die ganzen anderen Quests, die dann damit einhergehen und so weiter und so fort. Und versteht ihr so, man wird quasi sanft automatisch in die Richtung geschaukelt, die einen dann auch in der Hauptstory weiterbringt, automatisch. So, da muss man gar nicht viel für tun. Soll ich jetzt direkt zu Vatras gehen und mit dem noch die ganzen Dialoge abfrühstücken? Weil mit dem gibt es eine Menge zu sprechen. Ah, red mal erstmal noch mit den anderen Handwerksmeistern und mit deren Lehrlingen. Hey, Brian. Neu in der Stadt, was? Ich heiße Brian. Bin der Lehrling von Meister Harald. Cool. Wie ist es, der Lehrling des Schmieds zu sein? Warum fragst du? Willst du mein Nachfolger werden? Schon möglich. Warum nicht? Ich bin bald mit meiner Lehre fertig. Dann werde ich mich aus der Stadt verkrümeln. Aber es ist nicht wegen Harald. Er ist ein guter Meister. Ich habe viel von ihm gelernt. Warum willst du die Stadt verlassen? Weil mir die Leute hier gehörig auf die Nerven gehen. Vor allem die anderen Meister. Ich weiß noch, was es für ein Theater war, bei Harald als Lehrling aufgenommen zu werden. Wirklich jeder von den Pennern hatte noch was dazu zu sagen. Ich will selber entscheiden können, wen ich als Lehrling aufnehme und wen nicht. Solche Worte sind so normal in Gothic, aber es ist halt einfach so witzig, dass die Leute hier so reden. Wer sind die anderen Meister? Nun, da wären Torben, der Tischler, Vosper, der Bogner, Konstantino, der Alchemist und Matteo. Er stellt Rüstungen her, aber in erster Linie ist er Händler. Alle Meister haben ihre Häuser hier in der Straße. Und Konstantinos Laden liegt in der Unterführung zum Tempel. Ja, mit dem werden wir auch noch reden. So viele Leute hier zum Reden. Erzähl mir mehr über Meister Harald. Er ist zurzeit nicht besonders gut in Stimmung. Vor ein paar Tagen kamen Paladine und haben ihm befohlen, Schwerter für sie zu schmieden. Sie haben ihm sogar verboten, seine Schwerter an jemand anderen zu verkaufen. Jetzt schuftet er Tag und Nacht, um den Auftrag so schnell wie möglich zu beenden. Ziemlich gemein, dass der keine Waffen an jemand anderes verkaufen darf. Kann ich bei dir Waffen kaufen? Das nicht gerade. Ich bin nur Gehilfe. Die Waffen, die in dieser Schmiede hergestellt werden, werden von der Miliz abgeholt und in die Türme gebracht. Dort werden sie gelagert. Aber wenn es mit den Schmieden selbst zu tun hat, kann ich dir vielleicht weiterhelfen. Verstehe. Ich könnte dir Schmiederohl... Dadurch, ja, okay, zwei Rohstahl. Dadurch haben wir schon mal die Info an Land gezogen, dass in den Türmen Waffen lagern. So. Harald Hammerfaust. Der Meister selbst, über dem wir gerade schon ein paar Infos von Brian gehört haben. Was läuft? Ich suche Arbeit. Ich könnte einen neuen Lehrling gebrauchen. Brian wird seine Lehre bald beendet haben und dann will er die Stadt verlassen. Taugst du denn was? Wenn du meinst, ob ich schmieden kann. Nein, meine ich nicht. Über kurz oder lang werden die Orks die Stadt belagern. Und dann zählen hier nur die Männer, die auch in der Lage sind, unsere Stadt zu verteidigen. Und ich werde niemanden als Lehrling annehmen, der mir die Schande macht, mit den Frauen und Taugenichtsen aus der Stadt zu fliehen, statt hier mit den Männern die Stellung zu halten. Okay, aber... Ich bin kein Taugenichts. Das sind große Worte. Kannst du sie auch durch große Taten beweisen? Wie meinst du das? Bring mir die Waffe eines Orks. In der Nähe der Stadt sind Orks gesehen worden. Mit ein bisschen Glück musst du noch nicht mal lange suchen. Wenn es dir gelingt, einen von ihnen zur Strecke zu bringen,
werde ich dich als Lehrling aufnehmen. Vorausgesetzt, die anderen Meister stimmen zu. Augenscheinlich scheint das erstmal die härteste Aufnahmequest zu sein, aber wie immer gibt es natürlich mehrere Wege, um derartige Aufgaben zu lösen. Von daher, lasst uns ganz entspannt dem Ziel, bald schon die Augwaffe in den Händen zu halten, entgegenblicken. Wann kann ich bei dir als Lehrling anfangen? Nicht bevor du mir nicht bewiesen hast, dass du etwas taugst. Okay. Kann ich bei einem anderen Lehrling anfangen? Auch dafür brauche ich natürlich erstmal Zustimmung. Verkaufst du auch Waffen? Vergiss es. Alles, was ich anfertige, bekommen die Paladine oder die Miliz. Ich habe einen Auftrag über 100 Schwerter von Lord Hagen bekommen. Er will damit die Stadtwache ausrüsten. Okay, ich hoffe, er bezahlt dich auch gescheit. So, damit haben wir jetzt mit allen Handwerksmeistern gesprochen. Außer mit dem letzten, Konstantino der Alchemist. Für den ich ja bei den Stadtwachen vorgegeben habe, Kräuter am Start zu haben. Dann wollen wir mal mit dem reden. Und wie war das nochmal mit der Erfahrung? Geben auch diese Buchständer hier diese anderen Erfahrungen? Ich glaube nicht, oder? Nee, das ist sogar nicht mal... Ah doch, Tränke mit heilender Kraft in ihre Zutaten. Weiß nicht, ob das Erfahrungen gegeben hat, aber gut zu wissen, dass es hier ein Buch gibt. Konstantino. Was willst du? Hier gibt es nichts umsonst. Hey, ich würde nur mal vorbeischauen. Ich bin auf der Suche nach einer Stelle als Lehrling. So, und bei wem willst du anfangen? Ich tu mal so, als ob ich bei dir will. Ich will bei dir als Lehrling anfangen. Bei mir? Nein. Ich hatte schon einmal das zweifelhafte Vergnügen, mich mit einem Lehrling herumschlagen zu müssen. Ich habe Jahre in seine Ausbildung investiert. Und am Ende hat der arme Narr sich selbst vergiftet. Wir fangen bei einem anderen Meister an. Hey, hey. Also zunächst mal hole ich mir seine Zustimmung für die anderen. Ich will bei einem der anderen Meister anfangen. Du kommst, um dir meine Zustimmung zu holen? Na, meinetwegen kannst du anfangen, bei wem du willst. Aber ich will trotzdem noch mal nachhaken, denn mit jedem dieser Aufträge geht natürlich auch noch meine eigene Quest einher. Was muss ich tun, damit du mich als Lehrling aufnimmst? Ich will nicht noch einen Dilettanten auf dem Gewissen haben. Es gibt eine Vielzahl von Kräutern, die in den unterschiedlichsten Variationen die unterschiedlichsten Wirkungen entfalten. Vermutlich kennst du nicht mal die Hälfte von ihnen. Hier, das ist eine Liste der wichtigsten Pflanzen. Bring mir eine Pflanze jeder Art und ich werde nochmal darüber nachdenken, dich als Lehrling aufzunehmen. So ist es. Wenn man nur lang genug nachhakt, kriegt man eben doch eine dementsprechende Quest. Ich suche Heilung. Wieso? Bist du verletzt? Ich weiß gar nicht, vielleicht. Ich glaube nicht, aber... Ja. Du hast nicht mal einen Kratzer und ich habe Wichtigeres zu tun, als mit dir zu plaudern. Sorry. Entspann dich. Zeig mir deine Ware. Ich frag mich, ob ich vielleicht schon die... Der hat auch hier ein krasses Astrologiebuch schon wieder am Start. Ich frag mich, ob... ob ich schon alle Pflanzen möglicherweise am Start habe. Weil ich habe ja auch seltenere Kräuter, oder? Snapperkraut habe ich. Aber ich glaube, ein Kronstöckel habe ich noch nicht. Ja, genau. Das heißt, da müssen wir erstmal noch einen Kronstöckel finden. Aber eins nach dem anderen. Was steht hier unten drunter? Gruß Zuris. Alchemistische Kräuter, Heilpflanze, Heilkraut und so weiter. Anmerkung, Lass dir doch von einem Lehrlingsanwärter die Pflanzen bringen, dann weißt du aber, was taugt. Gruß Zuris. Ja, so unterschwellig hat Konstantino halt doch die Hoffnung, noch jemanden Vernünftiges zu finden. Aber, wo ich die Kräuter finde und die ganze Story weitergeht, auf beim nächsten Mal, wo wir erstmal mit Vatras, dem Adonis-Prediger, hier sprechen werden. Bis dann. Vielen Dank fürs Zuschauen. Gib dem Video gerne einen Daumen hoch. Das Tier... war ihm untertan. Bis dann.
Und ciao. Belia verlieh ihm einen Teil seiner göttlichen Macht, auf das es das Land zerstöre.